Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben gerade einen salarianischen Arbeiter, der fast am Verrecken ist und deswegen rede ich so. Nein, er redet genauso, deswegen habe ich jetzt so geredet. So, ohne Vorwarnung. Sie haben sie einfach angegriffen? Ja, wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Mischte. Dann... Die Hunde. Er braucht medizinische Fürsorge, Shepard. Ich kann nicht atmen. Achso, ja, gute Tat. Boah, hätte ich fast geschlafen, Leute. Sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Echt? Für den Typen? Wieso? Ey, Grant. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ja, aber du erzählst uns erstmal, was hier überhaupt alles los ist, damit wir auch wissen, was los ist. Wir wissen zwar, aber egal. Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind, ach, nö. Achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Aber wenn Sie vorsichtig sind, machen Sie bitte eine Sprungeinlage, dehnen Sie sich dreimal nach rechts und gehen Sie einen Schritt rückwärts, dann fallen Sie nicht herunter. Was mache ich? Ich mache einen Sprung vorwärts, drehe mich dreimal nach links und falle runter. Wissen Sie, wie viele Söldner Nassana hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Juhu, das freut den Grant, das freut den Grant. Warum sollte Nassana ihre eigenen Arbeiter töten? Wissen. Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Nein, nein, nein. Ich tue, was ich kann. Pfui. Danke. Wir gehen da jetzt noch nicht durch. Ich will erst auf die andere Seite. Ach, gut, Glück gehabt. So, auf der anderen Seite gab es nämlich noch was zu hacken. Ich wollte erst gucken, welcher Weg der richtige sein könnte. Ich weiß es jetzt. Deswegen hacken wir jetzt. Um 4800 Credits zu erhalten. Jupp, dich brauchen wir. Dich rein wir auch noch in die Liste ein. Und dich. Schwerer Hack. Ja, hacken. Hacken ist toll. Hacken macht eigentlich Spaß. Naja, egal. Nein, ich bin kein Hacker. Aber es gibt da diese, also ich interessiere mich sehr für diese Thematik auch. Aber es gibt da auch ein Spiel, das heißt Hacker. Und da darf man mehr oder weniger hacken. Ziemlich cool gemacht, finde ich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr kurz, aber macht auch sehr viel Spaß. So, ich schalte mir erstmal den Kampfbrunnen entgegen. Ich nehme sie mir vor. Ja, drücken wir mal C, damit beide zurück. Ach, hat sich erledigt. Tali hat sich mal wieder hingelegt. So, weg mit dir. 6. Weg mit dir. So viel ist es ja eigentlich nicht. Ach, er ist doch nachgeladen. Was? Der hat den Schuss überlebt? Ich glaube es hier auch wohl. Einer ist erledigt. Ja, du warst auch erledigt. Kannst du dich erinnern? Ja, danke, dass ihr dann auch mal schießt. Dann meine ich das halt eben so. Zack. Und wo ist noch einer? Da ist noch einer. Was? Nein, ich habe an der rechten Antenne vorbeigeschossen. Ach, ist egal, hier kommt ein bisschen Feuer. Feuer hat noch nie geschadet. Was? Du lebst immer noch? Burn. Ja, warum schieße ich jetzt nicht selber? Ganz klar, weil ich nur noch wieder 3 Schuss habe. Ich brauche echt ein größeres Magazin dafür. Leute, wenn ihr wisst, wo ich ein großes Magazin finde, sagt es mir. Ich bin hier. Ach, scheiße, ich wollte wieder Medigel einsetzen, dabei bin ich doch voll. Ich glaube, ich muss mal an meiner Tastenbelegung arbeiten. Nett. Nö. Den brauchen wir nicht drauf schießen. Der verbrennt. Ein Hund, Hundi. So, wir machen uns unsichtbar, weil ich hier schon wieder viel zu viel anfange. Nein, verdammt. Und wir haben keinen Schuss mehr über. Und ich habe die Waffe gewechselt. Ja, und das heißt, ich muss wieder die Disruptor-Munition anlegen. Na Leute, ich passe jetzt so ein bisschen auf.
Na komm, Fähigkeit des Trotter Munition wird wieder ready. Beziehungsweise meine Schilde könnten sich auch mal wieder aufladen. Es hat jetzt auch lang genug gedauert. Bäm! Okay, ihr habt recht mit dieser Munition. Ja, lohnt sich. Ist angenommen. Mache ich wieder gerne. Gerne wieder. Und ich gucke mich erstmal um, während die anderen beiden dann noch so ein bisschen am Kämpfen sind. Ja. Warum schießen die eigentlich immer als erstes auf mich? Ihr Schweine. Jetzt sind meine Schilde schon wieder down. Und warum mache ich an diesen dämlichen Hunden so wenig Schaden? Ja, mit dem Schuss ist okay, da geht's. Oh, ey, wie viele kommen denn da noch? So, Munition mal ein bisschen drin. Ich bleib natürlich wieder passend da drinnen stehen. Ja, okay. Ja, Grant. Jetzt wollte ich schon wieder Garrus sagen. Hallo? Oh, ich bleib hier an so einem kleinen Teil hängen. Verdammt, Darkst. Habt ihr nicht gesehen, mal wieder. Was? Lässt du wohl meine Tali-Mausi in Ruhe? Ich glaube, es hackt. Boah. Ja, braves Mädchen, genau. Noch einer. Du machst doch schon mal die 6. Sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Parecke! Was? Er lebt immer noch? Okay, so, jetzt aber hier. Feierabend. Ruhe. Schied im Schacht. Oh mein Gott. Es werden, glaube ich, mal pro Etage eine Folge, weil er hat in jeder Folge einen Kampf. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, dieses wunderschöne, lustige Spiel. Ja, unsere Aufgabe war es, in diesem Spiel zu hacken. So mehr oder weniger DOS-Game-mäßig war das aufgebaut. Und also mir hat es jede Menge Spaß gemacht. Wenn es jemand kennt, könnt ihr mir ja sagen, wie ihr es fandet. Ich habe es auch erst vor kurzem wieder durchgespielt, weil ich es irgendwo gefunden hatte. Es ist ziemlich cool. Und das hier ist ziemlich düster. Kann ich hier runterfallen? Nein, ich probiere es nicht aus. So ein Blödsinn mache ich immer bei anderen Spielen. Kann ich ja runterfallen? Bäm. Ja, kann ich. Sorgt hey, immer für jede Menge Erhaltung. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Lassana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na gut, aber ich... Was, wo? Ich will mitmachen. Hä? Stand die nicht gerade direkt vor mir? So mehr oder weniger? Oder kam mir das nur so vor? Egal, ich gebe Feuerschutz von hinten. Nein, nicht mit der Pistole, sondern mit dem Sniper. Genau. Erstmal das Flatter-Munition anlegen und dann können wir auch was tun. Mal kurz die C-Taste drücken, weil Grant ist dann doch etwas weit vorne. Achso, ich kann mal gucken, welche Waffe Grant gerade in der Waffe hat. Er hat die Schrotflinte in der Hand. Die bringt natürlich. Ach! Sie hat die Schrotflinte in der Hand und er hat das Sturmgewehr in der Hand. Weil hätte er jetzt die Schrotflinte gehabt, auf dem Raum wäre die nicht gut gewesen. Oh, das Schlachtermunition ist angelegt, dann ist alles gut. So. Weg. Aufhören. Ich kann mal auf dich schießen, ich finde das unfair. Schieß doch mal auf andere. Verbrenne! Burn, Baby! Burn! Ah, ich wusste auch, dass da noch einer ist. Okay, meine lieben Liebenden, aber an dieser Stelle sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. In der nächsten Folge kämpfe ich mir weiter den Weg nach oben. Und immer weiter nach oben. Und irgendwann werden wir auch oben ankommen. Ich bin Hello 1986, wir spielen Mass Effect 2 auf der Suche nach Tain. Bis gleich.